예, 여러분 한 주간 잘 지내셨습니까? Ging es euch in der vergangenen Woche gut? 예. 우리 단기들은 지난 한 주간 동안 독일어 공부를 엄청 많이 했어요. Unsere Studenten Missionare haben in der vergangenen Woche wirklich sehr fleißig Deutsch gelernt. 예, 이제 입에서 독일어가 이제 슬슬 나오기 시작하고. Und nun beginnt auch die deutsche Sprache von ihrem Mund so herauszukommen. 네, 어제 종훈이한테 물어봤어요. Ich habe gestern dann den Nico gefragt. 종훈이. Ja. 종훈, er heißt Nico. 아, 종훈이가 니코야? 어제 제가 니코한테 물어봤어요. ich habe gestern dann Nico gefragt. 야, 니코야, 힘들지 않냐? 아, Nico, ist das nicht schwer? 그러니까 니코가 대답했어요. Und dann hat Nico geantwortet. 예, 저 힘들지 않아요. Nein, ist nicht schwer. 근데 앞에 김유진 전도사가 있더라고. Und vor ihm war dann Pastor Kim. 근데 김유진 전도사 뭐라 했어요? Und dann Pastor Kim habe ich gesagt. 왜 학생들을 이렇게 안 힘들게 훈련을 시키냐? Warum trainierst du die Studenten so, dass sie es nicht schwer haben? 학생들 내가 분명히 지옥 훈련을 시키라고 했는데. Ich habe doch gesagt, sie sollen ein Höllentraining durchmachen. 니코 입에서 힘들지 않다는 거예요. Aber Nico meinte, nein, es ist nicht schwer. 제가 원했던 대답은 힘들어 죽겠습니다. 이 대답을 원했는데. Die Antwort, die ich mir gewünscht habe, war ja, ja, es ist einfach so schwer. 그래서 어제 내가 김유진 전도사를 뭐라 했어요? Und dann habe ich gestern Pastor Kim ein bisschen gerügt. 그러니까 김유진 전도사님 왈. Und dann Pastor Kim. 아, 이제 지옥에 들어가는 첫 단계입니다. 그러더라고. Sagt also, ja, das war gerade die Vorstufe oder die Stufe rein in die Hölle. 이제 다음 주는 두 번째 단계로 이제 Also nächste Woche beginnt ja dann die zweite Phase, ein Schritt weiter zur Hölle. 여러분 좀 힘들고 어렵기도 하지만 Ja, natürlich auch wenn es ein bisschen schwer sein mag. 진짜 여러분들이 빨리 독일어를 배울 수 있는 길이 바로 이 길입니다. Aber das ist ja der Weg, dass ihr alle schnell Deutsch lernen könnt. 저도 부대 있을 때, 군대 있을 때 우리 부대가 특수부대였어요. Auch ich, als ich im Militär war, ich war ja in einer Spezialeinheit gewesen. 훈련을 정말 많이 했어요. Und wir haben sehr viel Training bekommen. 와, 저는 뭐 그런 거 진짜 싫어하거든. Und ich bin so Typ, ich mag so etwas überhaupt nicht. 너무 힘들더라고요. Und es war sehr sehr anstrengend. 여러분 요즘에 군대 가면 관심사병이라는 게 있습니다. In letzter Zeit, wenn man jetzt zum Militär geht, gibt es so etwas wie so Interessen. 관심사병. Interessen 사병. 사병 병사. Ein Soldat. 있죠. Gibt es so etwas? 여러분 관심 그런 학생 그런 병사는 이제 어떤 병사냐면 이제 아주 정신적으로 약한 사람들이에요. Und diese sogenannten Interessensoldaten, sie sind ja im Kopf sehr schwach, also mental. 조금만 힘들면 막 죽으려고 하고. Also wenn es ihnen ein bisschen zu schwer ist, möchten sie gleich sterben. 조금만 부담스러우면 집에 가려고 하고. Wenn es ein bisschen bürdevoll für sie ist, wollen sie sofort nach Hause gehen. 엄마 보고 싶어 하고 울고. Und dann weinen sie, ah, ich vermisse meine Mutter. 그러니까 뭘 못 시키는 거예요. Und deswegen kann man ihnen nicht diese Aufgaben geben. 괜히 힘든 거 시켰다가 이 사람은 나 죽을래 하고 나무에다 목 매달아 죽어버리는 거예요. Weil wenn man ihnen eine zu schwere Aufgabe gibt, dann gehen sie wahrscheinlich zum nächsten Baum und erhängen sich daran. 고참들이 힘든 걸 안 시켜요. Und deswegen geben die Offiziere ihnen nicht mehr so schwere Aufgaben. 그냥 너는 여기 앉아 있어라. Die sagen dann einfach, du bleib hier einfach schön sitzen. 하루 종일 그냥 앉아서 책만 보고. Und den ganzen Tag sitzen sie da und lesen ein Buch. 그래 있다가 이제 제대하는 거죠. Und dann absolvieren sie das Militär. 여러분 어차피 군대 가면 군대 가서 힘든 훈련을 받고 예, 건강한 튼튼한 군인이 되는 게 좋습니까? 이런 관심사병이 되는 게 좋겠습니까? Ja, was ist denn für euch besser? Ein hartes Training bekommen, dafür wirklich ein tapferer Soldat werden oder wie sie so ein ja, schwacher Interessensoldat werden und am Ende einfach nichts erreichen? 여러분 기왕 군인 되면 어떤 군인 되고 싶습니까? Ja, was möchtet ihr denn für ein Soldat werden? 승민아, 넌 어떤 군인 되고 싶어? Tim, was für ein Soldat möchtest du werden? Tim. 모르겠어. Weiß er nicht. 관심 사병도 되고 싶고. Kann sein, dass er wahrscheinlich auch so ein Aufmerksamkeits. 튼튼한 군인, 강한 군인도 되고 싶고. Oder vielleicht möchte auch ein tapferer Soldat. 진짜 우리 단기 선교사들을 조금 힘들어도 빨리 이 독일어를 가르쳐 주고 싶어요. Ja, auch wenn es ein bisschen schwer sein mag, möchte ich den Studenten Missionaren so schnell wie möglich Deutsch beibringen. 그래서 이제 한 두 달 지나면 우리 단기 선교사들을 독일 전역에다가 팍
뿌리려고 해요. Und dann nach kurzer Zeit möchte ich alle unsere Studenten müssen dann komplett über Deutschland wegsenden. 살든지 죽든지 그건 이제 하나님께 맡기고. Ob sie jetzt leben oder sterben werden, dadurch das liegt in der Hand Gottes. 원래 사자는 새끼를 키울 때 Beispielsweise wenn ein Löwe sein Baby aufzieht. 높은 절벽에서 떨어뜨린대요. Ist es so, dass sie in einen hohen Felsen gehen und die Kinder einfach dort runterfallen lassen? 안 죽고 기어서 올라오면 살고. Und wenn sie nicht sterben und es dann wieder hochschaffen, dann leben sie. 못 올라오면 이제 죽는 거예요. Wenn sie es nicht schaffen, dann heißt es, dass sie tot sind. 예, 사자는 그래 강하게 키운다 그러더라. Ja, Löwen heißt es werden so erzogen. 우리 단기들을 사자같이 키워야 되겠다. Und unsere Studenten müssen nachher mächtig wie Löwen erziehen. 예, 독일어 빨리 가르쳐서. Ich möchte ihnen ganz schnell Deutsch beibringen. 돈 한 푼도 안 주고. Ich möchte ihnen überhaupt gar kein Geld geben. 독일에다가 구석구석에 뿌리려고 해요. Komplett über Deutschland in alle Ecken in Deutschland senden. 이제 살려면 독어 해야 됩니까 안 해야 됩니까? Und wenn sie überleben möchten, müssen sie dann Deutsch sprechen oder nicht? 예. 여러분 이거 배 20인 hunger 배워야 됩니다. Ihr müsst lernen, ich bin hungrig. 그게 여러분 생존하고 연결돼 있어요. Weil dieser Satz ist verbunden mit eurer Überlebenschance. 그런 말 할 줄 알아야 돼요, 여러분. Ihr müsst diese Sätze können. 참 올해는 너무 이제 소망이 됩니다. Ja, dieses Jahr da bin ich sehr hoffnungsvoll. 우리가 하나님 우리에게 이런 아름다운 선교 센터도 주셨고. Der Herr hat uns erstmal dieses wunderschöne IWF Center gegeben. 그리고 하나님이 우리에게 또 많은 단기들도 보내 주셔 가지고. Genauso hat Gott uns sehr viele Studenten Missionare geschickt. 또 하나님이 우리 센터에도 사역자가 여러분 우리 센터에 사역자가 몇 명인 줄 압니까? Wisst ihr, wie viele Pastoren wir in diesem Center gerade haben? 세 명. 원래 세 명이었죠. Wir waren eigentlich zu dritt. 예, 오영신 목사, Pastor Oh Young-shin, 권호선 목사님, Pastor Kwon, 김현우 전도사님. 현우 아닌가요? 현우 Kim, stimmt das nicht? 아, 김현우 전도사님 아니네. Ist nicht Pastor Hyunwoo Kim. 김유진 전도사님. 아, Pastor Eugene Kim. 예. 깜짝 놀랐어? Warst du jetzt schockiert? 당황하셨네요. Er war jetzt ziemlich bestürzt, weil ich ihn als Pastor genannt habe. 우리 여기 오영신 목사, 권원선 목사님, 김유진 전도사 세 명이 있었는데. Wir hatten Pastor Oh, wir hatten Pastor Kwon, wir hatten Pastor Kim. 자, 하나님 이번에 또 이제 새로운 목사님을 한 명 보내주셨어요. Der Herr hat uns erneut einen neuen Pastor zugeschickt. 예, 우리 최세호 목사님 부부를 이곳에 보내주셨습니다. Und zwar hat der Herr uns Pastor Seo Che nach Deutschland geschickt. 예, 어제 박옥수 목사님한테 연락이 왔어요. Gestern haben wir eine Nachricht von dem Pastor Oksu Park bekommen. 최세호 선교사님 목사님 부부는 이제 이곳에서 같이 있으라고. Und zwar soll Pastor Seo Che jetzt bei uns wohnen. 아, 제가 너무 감사하더라고요. Und ich war so sehr dankbar. 왜냐하면 최세호 목사님 부부가 이게 이 할 줄 아는 게 너무 많아요. Weil es gibt so viele Dinge, die dieses Ehepaar kann. 네. 밥도 잘 먹고. Also sie können sehr gut essen. 한국에서 요즘에 박우수 목사님이 그 학교를 자꾸 세우세요. Und der Pastor Park in Korea, gründet zurzeit sehr viele Schulen. 여러분 캠프 때 들으셨죠? Ihr habt es ja beim Camp auch gehört. 중학교 1학년 때부터 영어를 집중적으로 가르쳐요, 지금. Von der 6. Klasse an beginnen sie ja wirklich konzentriert intensiv Englisch zu lernen. 그래서 1년 만에 영어가 능통한 학생들로 만들려고 하세요. Und er bildet die Schüler so heran, dass sie innerhalb eines Jahres Englisch wirklich meistern. 그래서 한국에서 우리 링컨 학교를 졸업한 중학생들은 3년을 졸업하면요. 영어가 아주 능통한 사람이 됩니다. Die Schüler, die dann unsere Linkenhaus-Schule absolvieren, nach 3 Jahren können sie wirklich sehr fließend Englisch sprechen. 그래서 목사님이 이제 전 세계로 영어 잘하는 사람들을 교사로 모집을 하는 거예요. Und das ist der Grund, warum Pastor Park weltweit nach gut englischsprachigen Menschen sucht. 얼마 전에 우리 민경혜가 팔려갔습니다. Und kürzlich wurde ja auch unsere Sarah Min dorthin verkauft. 여러분 압니까? 민경혜? Wisst ihr, kennt ihr Sarah? 예, Frau Min. Kennt ihr Frau Min? 아, 제가 눈물이 나더라고요. Und ich habe geweint. 왜냐하면 얼마 전에 Kerstin도 가고. Weil kürzlich ist ja die Kerstin auch von uns gegangen. Kerstin이라고 있어요. 이 지금은 저 러시아에 갔는데. Es gab vorher hier eine Kerstin, sie wohnt jetzt aber in Russland. 와, 이제 시집 갈 때가 됐는데. Und sie war dann so im heiratsfähigen Alter. 한국에 이제 세계대회를 나갔어요. Und dann ist sie nach Korea zum World Camp gegangen. 세계대회 나가가지고 Kerstin이
그 어떤 전도사님하고 결혼을 한 거예요. Und dort hat sie dann mit einem Pastor geheiratet. 나한테 허락도 안 받고. Ohne die Erlaubnis von mir zu bekommen. 나한테는 케어스틴이 자기는 결혼하기 싫다 그랬거든. Weil zu mir hatte Kerstin gesagt, sie möchte nicht heiraten. 진짜 여자의 말은 거짓말이라는 걸 알았어요. Und da habe ich erkannt, alles was die Frauen sagen ist also eine Lüge. 절대 자기는 결혼 안 한다 그래. Weil sie meinte, keineswegs wird sie heiraten. 자기는 절대 사모님 안 될 거라 했어. Keineswegs würde sie eine Saumonin werden. 전도사님한테 그냥 홀랑 시집을 가버린 거예요. Und einfach Kopf über Hals ist sie einfach in diesen Pastor verliebt und hat sich hat geheiratet. 그 러시아를 갔는데. Und dann ist sie nach Russland gegangen. 예. 그리고 제가 가슴이 아팠죠. Und deswegen hat es mir sehr weh getan in der Brust. 근데 이번에 사라마저 가버리니까. Und jetzt ist auch die Sarah fortgegangen. 독일어하고 한국어 잘하는 사람이 몇 명 없는데. Und wir haben ja nicht so viele, die jetzt Koreanisch und auch Deutsch sprechen können. 이렇게 옆에서 통역할 수 있는 사람이 몇 명 없거든요. Wir haben nicht allzu viele, die jetzt neben mir zum Beispiel dolmetschen könnten. 근데 목사님 이제 사라도 데려가셨어요. Und dann hat der Pastor auch die Sarah mitgenommen. 이제 마지막 남은 게 민경인데. Die letzte, die jetzt Min경아, hier übrig bleibt, ist ja die Eunice. Eunice, 내가 너는 안 돼. Ich habe gesagt, nein, du darfst nicht gehen. 너는 세계대회도 나가면 안 돼. Du darfst nicht zum World Camp nach Korea gehen, habe ich ihr gesagt. 너의 존재를 숨겨야 돼. Du musst deine Existenz hier verbergen. 근데 이번에 박우수 목사님 와서 민경아를 본 거예요. Und dann kam Pastor Park und dann hat er Eunice Min gesehen. 내가 캠프 때 참석을 시키지 말았어야 했는데. Ich hätte einfach gar nicht beim Camp teilnehmen lassen sollen. 하루는 박 목사님이 저한테 내가 경아를 데려가겠다 하시더라고. Und dann sagte Pastor Park mir, du, ich werde Eunice mitnehmen. 그래서 제가 바로 목사님 아니되옵니다 하고 이제 바로 안 된다고 얘기. Sofort habe ich meinen Mund aufgemacht und gesagt, Pastor, nein, das geht nicht. 목사님 케어스틴도 데려가고. Pastor, du hast Kerstin von mir genommen. 경아도 데려가고. Und du hast dann die Sarah mitgenommen. 경아마저 데려가면 우리는 통역 누가 합니까? Jetzt willst du die Eunice mitnehmen. Wer soll dann für uns übersetzen? 목사님 딱 저를 심각하게 보시고. Er schaute mich ganz seriös an. 네가 해. 그러시더라. Und er sagte, mach du doch. Du sollst dolmetschen. 아 예, 알겠습니다. Ich sagte, ja, okay. 저도 이제 내일부터 독일어 배우기로 했어요. Und ab morgen werde ich auch Deutsch lernen. 빨리 배워서 통역하려고 저도. Ich werde schnell Deutsch lernen, um schnell zu übersetzen. 이제 이 경아마저 이제 좀 있으면 이제 가야 돼요. Und bald muss jetzt auch die Eunice gehen. 근데 목사님이 학교를 세우니까 인원이 많이 필요하단 말입니다. Und weil er jetzt diese Schulen gründet, braucht er sehr viele ja, Mitarbeiter. 우리 최세원 목사님 부부도 데려가려고 하셨어요. Und er wollte auch das Ehepaar von Pastor Che mitnehmen. 안 되는데 제발 내 속에 이제 말을 못 하겠는 거예요. Und ich habe wirklich innerlich geseufzt und gesagt, nein, bitte, bitte nicht. 자꾸 목사님 앞에 안 됩니다 이 말 했다가는 내 목이 날아가거든요. Aber wenn ich ständig vor Pastor sagt, nein, nein, dann wird ja werde ich einen Kopf kürzer werden. 그래. 진짜 말을 못 하고 있었는데. Und deswegen konnte ich nichts sagen. 다행히 어제 연락이 와서. Aber Gott sei Dank haben wir gestern eine Nachricht bekommen. 제세오 목사님 부부는 여기 프랑크푸르트 교회에 있으라고 연락이 온 거예요. Und zwar hat er gesagt, Pastor Che kann hier in der Frankfurter Gemeinde bleiben. 왜냐하면 지금 8월 달부터 우리가 여기에서 이제 CLF를 시작을 합니다. Weil ab August werden wir hier auch mit dem CLF beginnen. 지금 불가리아에서 목회자들을 우리가 지금 모집하고 있어요. In Bulgarien wir werben dort Pastoren an. 목회자들을 데려와서 여기서 한 달 정도 훈련을 합니다. Die Pastoren kommen zu uns und sie werden hier für einen Monat ungefähr trainiert. 예, 그때 이제 통역하려면 우리 제세오 선교사 부부가 필요하거든요. Und da für die Dolmetsch Übersetzung brauchen wir auch das Ehepaar von Pastor Che. 그래서 8월 달부터 여기서 이제 CLF 그 훈련이 이제 센터에서 이제 돌아가게 됩니다. Also von August an werden wir hier dieses Training haben für die Pastoren beim CLF. 예, 불가리아 먼저 하고 Zuerst die bulgarischen. 또 그다음에 루마니아 하고 Und dann die rumänischen. 또 뭐 마게도니아, 알바니아 이렇게 계속 우리가 하려고 해요. Und dann die mazedonischen und dann die albanischen Pastoren. 예, 거기서 훈련하고 좋은 사람들은 여기 이제 선교 학생으로 남아 가지고 선교 학생으로 또 훈련을 하려고 합니다. Und die guten Schüler in Anführungszeichen, die können dann hier weiter bleiben in der Mission Schule und wir werden sie weiter heranbilden zu Pastoren. 예, 우리가 이 그 큰 건물이 생겨가지고 부담스러운 일도 많지만. Natürlich, weil wir jetzt so ein großes Gebäude haben, fallen auch einige Lasten dazu. 예, 매달 매달 이제 돈을 내야 되기 때문에 갚아가야 되기 때문에 이게 힘들어요. Beispielsweise fällt es uns schwer, weil wir jeden Monat das Geld ein bisschen zurückzahlen müssen. 예, 지금 뭐
여러분에게 다 얘기할 수는 없지만 Ich kann euch jetzt nicht alles erzählen. 우리 교회가 지금 적자가 많아요. Aber wir gerade haben sehr viel Verlust. 그래서 우리 단기 선교사들이나 이 교회에 사시는 분들은 물을 아껴야 됩니다. Und deswegen all die, die hier wohnen, sie müssen wirklich mit dem Wasser sparen. 예. 전기 아껴야 되고. Wir müssen mit dem Strom sparen. 밥도 조금 먹어야 되고. Wir müssen auch weniger essen. 아멘. 아멘. 여러분 밥 조금 드실 수 있습니까? Schafft ihr das wenig zu essen? 예, 밥은 많이 먹어도 되는데. Ja, ihr dürft ja viel essen. 여러분 물이나 전기를 진짜 아껴 주세요. Aber was zum Beispiel Wasser oder Strom angeht, da müsst ihr ein bisschen wirklich sparsamer sein. 우리가 이 건물이 생겨 가지고 지금 부담스럽고 어려운 점도 많이 있는데. Ja, weil wir jetzt ein großes Gebäude bekommen haben, gibt es mehr Schwierigkeiten, es gibt auch mehr Bürden, die anfallen. 하나님 우리에게 이 복음을 전할 수 있는 이런 길들을 이제 열어 가신다는 마음이 듭니다. Aber ich habe dieses Herz, dass Gott uns mehr und mehr die Türen öffnet, dass wir das Evangelium verkündigen können. 이제 유럽 선교 센터를 통해서 하나님이 유럽의 이 복음의 전초 기지로 이제 세우시겠다는 마음이 듭니다. Ich habe das Herz, dass der Herr durch IWF Europa Center hier die ersten Schritte, das wird der Meilenstein werden in Europa, das Evangelium zu verkünden. 이제 우리가 8월 달이면 여기서 이제 독일 지역 여름 수양회를 해요. Im August haben wir hier dann die deutschlandweite Sommerkonferenz. 그리고 우리가 9월쯤에는 여기에서 이제 마인드 컨퍼런스를 하려고 하고요. Im September haben wir dann hier eine Mind-Konferenz. 그리고 12월 말에는 1월 초에는 여기에서 유럽 교회 수양회를 또 하려고 합니다. Und dann Anfang Januar haben wir die Europa-Konferenz. 예, 계속 우리가 여기에서 하나님의 말씀이 전파가 되고 Und hier das Wort Gottes wird weiter und weiterhin verkündet. 또 복음이 전파되고 Das Evangelium wird weiterhin weiter verkündet. 또 많은 일꾼들이 세워져서 Und wir werden viele Mitstreiter bekommen. 유럽을 복음으로 이제 가득 덮게 그렇게 될 줄 압니다. Die dann Europa mit diesem Evangelium bedecken und daran glaube ich. 하나님이 이제 우리에게 이 센터가 시작이 되면서 이 공사가 시작이 되면서 올해부터 하나님 이제 그렇게 새롭게 이끄시겠다는 마음이 들고요. Nach der Renovierung dachte ich wirklich im Herzen, ja, der Herr wird uns jetzt einen neuen Weg führen. 그래서 올해 우리 단기 선교사들한테도 참 제가 기대가 돼요. Und deshalb habe ich auch viele Erwartungen dieses Jahr an die Studentenmissionare. 하나님이 과연 우리 단기 선교사들을 어떻게 인도하실까 참 기대가 됩니다. Ich habe die Erwartung, wie wird Gott wohl dieses Jahr unsere Studentenmissionare leiten? 우리 학생들 독일어 배우는데 온 마음을 다 쏟아주세요. Bitte tut euer ganzes Herz mit dazu, was das Deutschunterrichten angeht. 그래서 여러분 온 독일을 돌아다니면서 dass ihr dann deutschlandweit unterwegs sind, 복음을 전하고 das Evangelium verkündigen, 사람들을 하나님께로 인도하는 그 일에 쓰임받게 되기를 바랍니다. Ich wünsche mir sehr, dass sie benutzt werden, dazu die Menschen zu Gott zu führen. 제가 오늘 이 아브라함에 대한 이야기를 좀 하려고 하는데요. Ich möchte heute über Abraham erzählen. 여러분 하나님이 아브라함 99세 때 나타나셨습니다. Der Herr ist dem Abraham erschienen, als 99 Jahre alt war. 99살에 하나님 아브라함에게 나타나서 약속을 하시는 거예요. Der Herr ist dem Abraham erschienen, als 99 Jahre alt war und hat ihm eine Verheißung gegeben. 예, 하나님이 아브라함에게 하신 그 약속이 뭐냐 하면 Und die Verheißung, die der Herr dem Abraham gegeben hatte, war 2절에 보면요. Vers 2 내가 내 언약을 너와 나와 너 사이에 세워 너로 심히 번성케 하리라. Und ich will meinen Bund zwischen mir und dir schließen und will dich über alle Maßen mehren. 4절에요. Vers 4. 내가 너와 내 언약을 세우니 너는 열국의 아비가 될지라. Siehe, ich habe meinen Bund mit dir und du sollst ein Vater vieler Völker werden. 5절에요. Vers 5. 끝에 보면 내가 너로 열국의 아비가 되게 함이니라. Und zum Schluss steht da, ich habe dich gemacht zum Vater vieler Völker. 6절. Vers 6. 내가 너로 심히 번성케 하리니. Und ich will dich sehr fruchtbar machen. 여러분 하나님이 아브라함에게 세우신 약속이 뭐냐 하면 Ja, diese Verheißung, was der Herr mit dem Abraham geschlossen hat, ist 예, 내가 하겠다는 겁니다. Ja, ich will machen. 내가 하겠다. Ich will machen. 야, 아브라함. Hey du Abraham. 내가 하겠다. Ich werde es machen. 너는 나이가 많고 늙었지만. Ja, du bist alt und du bist betagt. 네 아내도 나이가 많고 늙었지만. Deine Frau, sie ist auch alt und hochbetagt.
네가 볼 때는 아무런 소망이 없지만 Und in deinen Augen da gibt es ja überhaupt gar keine Hoffnung. 내가 할게. Aber ich werde es machen. 여러분 이게 바로 하나님이 아브라함에게 세우신 약속이라는 거죠. Und das ist die Verheißung, die der Herr mit dem Abraham geschlossen hat. 여러분 아브라함이 번성하기 위해서 무엇을 해야 됩니까? Was muss Abraham machen, dass er sich denn mehren kann? 여러분 99살 된 할아버지가 번성하기 위해서 무엇을 해야 되죠? Ja, ein 99 Jahre alter Opa, was muss er machen, dass er sich mehren kann? 아브라함이 뭘 하면 번성해 줄 수 있습니까? Was muss Abraham machen, dass er sich mehren kann? 열국의 아비가 될 수 있습니까? Wie, was muss er machen, dass er zum Vater vieler Völker wird? 여러분, 아브라함이 무엇을 해야 하는 게 절대 아니라는 겁니다. Niemals ist es so, dass Abraham etwas machen muss. 예. 하나님이 하시겠다는 겁니다. Sondern Gott wird es machen. 저는 이번 주에 이 말씀을 계속 이제 묵상을 했는데. Diese Woche habe ich ständig mit diesem Wort ja darüber nachgedacht. 하나님이 우리 프랑크푸르트 교회에 꼭 말씀하시는 것 같고. Ich habe dieses Herz bekommen, dass der Herr uns der Frankfurter Gemeinde dieses Wort sagt. 하나님이 저에게 말씀하시는 것 같은 거예요. Ich hatte das Gefühl, als würde Gott so zu mir sprechen. 야, 내가 프랑크푸르트 교회를 번성하게 하겠다. Hey, ich werde die Frankfurter Gemeinde mehren lassen. 여러분 하나님이 이렇게 약속하셨으면 Ja Gott, wenn er mir das versprochen hat. 여러분 우리의 연약함이나 우리의 부족함이나 못난 게 뭐가 문제가 되냐는 거죠. Denn dass wir schwach sind, dass wir mangelhaft sind, was stellt das für ein Problem dar? 예, 아브라함에게는 정말 많은 연약함이 있습니다. Ja Abraham, er war von vielen Seiten aus sehr schwach. 자기가 자기를 볼 때는 불가능한 거예요. Ja, wenn er auf sich selbst schaut, dann ist das unmöglich. 근데 하나님은 아브라함에게 약속을 하셨습니다. Aber Gott hat dann dem Abraham versprochen. 그는 하나님이 아브라함에게 세우신 약속이라는 거죠. Das ist die Verheißung, die der Herr dem Abraham gegeben hat. 그리고 여기 이제 17장을 읽어보면요. Und wenn wir in Kapitel 17 lesen. 예, 하나님이 아브라함에게 또 다른 말씀을 하나 하시는데. Der Herr spricht dann ein weiteres Wort zu Abraham. 9절에 보겠습니다. Vers 9. 하나님이 또 아브라함에게 이르시되 그런즉 너는 내 언약을 지키고 네 후손도 대대로 지키라. Und Gott sprach zu Abraham, so halte du meinen Bund, du und deine Nachkommen von Geschlecht zu Geschlecht. 하나님이 아브라함에게 내 언약을 지켜라. Hier steht geschrieben, so haltet nun meinen Bund. 여러분, 하나님이 하신 약속을 지키라는 거예요. Er sagt, wir sollen diese Verheißung halten, die er uns gegeben hat. 야, 내가 하겠다. Ich werde das machen. 내가 너를 번성하게 하겠다. Ich werde dich mehren. 그럼 여러분, 번성 됩니까, 안 됩니까? Wird er sich dann mehren oder nicht? 번성되죠? Er wird sich dann mehren, oder? 네, 하나님이 하시면 된다는 거죠. Ja, weil wenn Gott es macht, dann wird es ja funktionieren. 근데 하나님이 오늘 아브라함에게 또 뭐라고 하셨냐면 Aber was sagt der Herr weiterhin noch zu Abraham? 너는 내 언약을 지켜라 그러신 거예요. So haltet nun meinen Bund. 하나님이 하시겠다는 그 약속을 믿으라는 겁니다. Das heißt, glaube an diese Verheißung, ich werde es machen. 예, 하나님이 하실 것을 믿으라는 겁니다. Das heißt, glaube daran, dass Gott es machen wird. 하나님은 아브라함에게 이걸 원하고 지는 거예요. Und der Herr, er wünscht sich das von Abraham. 야, 아브라함, 내가 하게 할게. Du Abraham, lass mich das machen. 너 믿어. Du glaub einfach nur. 내가 할 것을 믿어. Glaub einfach nur, dass ich es machen werde. 그러면서 하나님이 10절에 보면요. Und dann in Vers 10. 너희 중 남자는 다 할례를 받으라. Steht geschrieben, dass alle Männer beschnitten werden sollen. 이것이 나와 너희와 너희 후손 사이에 지킬 내 언약이니라. Das aber ist mein Bund, den ihr halten sollt zwischen mir und euch. 너희는 양피를 베어라. Eure Vorhaut sollt ihr beschneiden. 이것이 나와 너희 사이에 언약의 표징이니라. Das soll das Zeichen sein des Bundes zwischen mir und euch. 예, 여러분 여기 하나님이 아브라함에게 이제 할례에 대한 이야기를 했습니다. Hier spricht der Herr mit Abraham über die Beschneidung. 예, 성경이 이제 할례라는 게 이제 여기서 이제 처음 등장을 하는데요. Und diese Beschneidung, diese Bezeichnung kommt hier zum ersten Mal vor. 여러분 할례가 뭐냐 하면 Ja, die Beschneidung, was ist das? 예, 아이들 그 포경 수술하는 거예요. Das ist ja so eine Genitalverstümmelung eigentlich bei Kindern. 예, 아이들 어린 아이들 이제 난 지 8일이 딱 되었을 때 Wenn die Kinder geboren sind, wenn sie 8 Tage alt sind. 예, 어린 아이들, 사내 아이들 그 고추 앞에 있는 그 껍데기를 칼로 베어내라는 거예요. Man schneidet sozusagen die Vorhaut, das ja um den Penis ist, sozusagen weg. 그게 할례입니다. Und das ist ja die Beschneidung. 하나님이 아브라함에게 할례를 행하라고 하는 거예요. Und der Herr sagt zu Abraham, er soll auch beschneiden.
예, 오늘 제가 여러분에게 이 할례에 대한 좀 이야기를 하려고 하는데요. Ich möchte heute über diese Beschneidung sprechen. 여러분, 이 할례는 뭐냐 하면 Was diese Beschneidung bedeutet ist. 살을 베어내는 겁니다. Bedeutet ja, dass man eine Haut wegschneidet. 예, 그걸 이제 할례라고 해요. Das bedeutet ja die Beschneidung. 왜 하나님이 베어내라고 하셨냐 하면 Warum sagt aber Gott, man soll das wegschneiden? 자, 여러분, 예레미야서 한번 보십시오. Lass uns einmal in Jeremia lesen. 예레미야 9장입니다. Jeremia Kapitel 9. 9장 25절. Kapitel 9 Vers 25. 여호와께서 말씀하시되 날이 이르면 할례 받은 자와 할례 받지 못한 자를 내가 다 벌하리니. 9장 25절. Vers 24. Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, dass ich heimsuchen werde alle, die an der Vorhaut beschnitten sind. 예. 곧 애굽과 유다와 에돔과 암몬 자손과 모압과 및 광야에 거하여 그 머리털을 모지게 깎은 자들에게라. 대저 열방은 할례를 받지 못하였고 이스라엘은 마음의 할례를 받지 못하였느니라 하셨느니라. Nämlich Ägypten, Juda, Edom, die Ammoniter, Moab und alle, die das Haar rundherum abscheren, die in der Wüste wohnen, denn alle Heiden sind nur unbeschnitten, aber ganz Israel hat ein unbeschnittenes Herz. 예, 이스라엘의 모든 남자들은 태어난 지 8일 만에 다 할례를 받습니다. Alle Männer, wenn sie 8 Tage alt sind in Israel, werden beschnitten. 그 살을 잘라내는 거죠. Also man schneidet ja wirklich ein Stück Haut weg. 예, 그걸 보면서 이스라엘 백성인지 이방인지 그걸 구분을 합니다. Und während man das anschaut, kann man genau unterscheiden, ob das jetzt ein Heide oder ein Israeli ist. 예, 근데 오늘 여기에는 예레미야서에 보면 할례 받은 자와 할례 받지 못한 자를 다 벌하신다는 겁니다. Aber hier steht geschrieben, er bestraft alle, die beschnitten sind, aber auch die unbeschnitten sind. 예. 근데 이스라엘 백성들은 할례를 받았잖아요. Aber das Volk Israel, das wurde ja beschnitten. 근데 하나님이 이스라엘 백성들도 멸하시겠다는 거죠. Ah, hier steht, er will auch die Israeliten dennoch bestrafen. 왜냐하면 이스라엘 백성들은 육체의 할례를 받았는데 Weil das Volk Israel wurde fleischlich zwar schon beschnitten. 어디에 할례를 못 받았습니까? Ah, wo wurden sie noch nicht beschnitten? 마음의 할례를 못 받았다는 거죠. Sie haben ein unbeschnittenes Herz. 여러분, 할례라는 것은 육체의 살 껍데기를 잘라내는 건데요. Beschneidung bedeutet ja wirklich dieses Stück Fleisch wegzumachen. 예, 이게 무슨 의미냐 하면 Was für eine Bedeutung hat das? 예, 진정한 할례는 마음의 할례입니다. Die wahrhaftige Beschneidung ist die Beschneidung im Herzen. 예, 마음의 가죽을 잘라내는 겁니다. Dass ich die Haut in meinem Herzen wegschneide. 자, 여러분 예레미야 4장에 한번 보겠습니다. Jeremia Kapitel 4. 4장 3절 Vers 3 나 여호와가 유다와 예루살렘 사람에게 이같이 이르노라 너희 묵은 땅을 갈고 가시덤불 속에 파종하지 말라 전체 다 읽었어요? 4장 3절 나 여호와가 유다와 예루살렘 사람에게 이같이 이르노라 너희 묵은 땅을 갈고 가시덤불 속에 파종하지 말라. Okay, denn so spricht der Herr zu denen in Juda und zu Jerusalem, flüge dein neues und sehet nicht unter die Dornen. 유다인과 예루살렘 거민들아, 너희는 스스로 할례를 행하여 너희 마음 가죽을 베고 나 여호와께 속하라. 그렇지 아니하면 너희 행악을 인하여 나의 분노가 불같이 발하여 사르리니 그것을 끌 자가 없으리라. Beschneidet euch für den Herrn und tut weg die Vorhaut eures Herzens, ihr Männer von Juda und ihr Leute von Jerusalem, auf dass nicht um eurer Bosheit willen mein Grimm ausfahre wie Feuer und brenne, so dass niemand löschen kann. 예, 여러분 마음에 가죽이 있다는 겁니다. Das heißt, im Herzen gibt es auch eine Vorhaut. 마음에 있는 가죽을 베어내라는 거예요. Und hier steht geschrieben, man soll die Vorhaut im Herzen wegschneiden. 자, 여러분 하나님이 아브라함에게 약속하셨습니다. Der Herr hatte Abraham versprochen. 뭐라고 약속하셨습니까? Welche Verheißung hat er dem Abraham gegeben? 야, 너 나이 많아 늙은 거 알아. Du, ich weiß, dass du alt bist. 네 아내도 늙은 거 알아. Ich weiß auch, dass deine Frau alt ist. 너네들 자식 낳는 거 이제 너무 늦었어 알아. Ich weiß, es ist zu spät, noch Kinder zu bekommen. 하지만 내가 너로 번성케 할 거야. Aber ich will dich mehren. 내가 너로 심히 번성케 할 거야. Ja, ich möchte dich mehren.
내가 너를 열국의 아비로 만들 거야. Ich werde dich zum Vater vieler Völker machen. 여러분, 하나님은 하나님의 마음을 아브라함에게 전달하시는 거죠. Und der Herr, vermittelt ja sein Herz dem Abraham. 근데 이제 문제가 뭐냐 하면 Aber was ist das Problem dabei? 하나님의 말씀을 아브라함이 듣고 있는데요. Ja, Abraham, hört ja das Wort von Gott. 예. 돌아가 보겠습니다. 창세기 17장 돌아가 보겠습니다. Lass uns zurückkehren zu 1. Mose Kapitel 17. 3절. Vers 3. 아브라함이 엎드린데 하나님이 또 그에게 일러 가라사대. Da fiel Abraham auf sein Angesicht und Gott redete weiter mit ihm und sprach. 자, 지금 하나님이 아브라함에게 나타나서 말씀하고 계시고. Ja, hier ist jetzt der Herr dem Abraham erschienen und er spricht. 아브라함의 모습을 보면 어떤 모습입니까? Wenn er dann Abraham sieht, was sieht er da drin? 하나님의 말씀 앞에 엎드려져 있는 거예요. Er sieht, dass Abraham vor dem Wort Gottes sich hingekniet hat. 예, 엎드려져서 하나님의 말씀을 듣고 있는 거예요. Er fällt zu sein Angesicht und dann hört er das Wort von Gott. 그럼 자세 좋아요, 안 좋아요? Ist das eine gute Position oder nicht? 예, 엎드려져서 말씀을 듣고 있는 자세. Eine Position, wo er auf sein Angesicht fällt und hört. 자세 좋죠? Das ist eine gute Haltung, oder? 예, 한 번씩 저도 이제 기도를 할 때. Und ab und zu auch, wenn ich bete. 밤에 제 아내하고 이제 자기 전에 한 번씩 제가 여보 기도하자 그래요. Manchmal in der Nacht sage ich zu meiner Frau, komm, lass uns zusammen beten. 보통 제 아내는 그런 말 잘 안 해요. Und normalerweise meine Frau sagt so etwas selten. 그냥 자요. Sondern sie schläft einfach. 한 번씩 제가 여보 우리 기도하고 자자. Aber manchmal sage ich dann, du Schatz, lass uns zusammen beten heute. 그럼 우리 집 사람이 여보 하래요. Und dann sagt sie, okay, ich soll beten. 여보. 엎드려야지. Und dann sage ich, nee, wir müssen uns schon knien. 아, 자기는 누워 있겠대. Und dann sagt sie, nee, sie möchte einfach liegen bleiben. 그래가지고 우리 집 사람은 누워서 기도해요. Und dann betet sie so im Liegen. 여러분, 여보, 그 자세는 아니지. Na, ich gesagt, du, diese Position ist nicht richtig. 여러분, 기도할 때 어떤 자세가 나와야 됩니까? Du, wie soll man denn beten? 여러분, 기도할 때 물론 뭐 어떤 자세로 하든 상관없어요. Ja, eigentlich ist es ja egal, mit welcher Position ich jetzt bete. 맞죠. 급하면 뭐 화장실에서도 할 수 있는 거고. Ja, wenn ich eilig habe, kann ich auch auf der Toilette beten. 뭐 걸어가면서 할 수 있는 거고. Oder auch beim Gehen kann ich beten. 근데 여러분, 우리가 보통 기도하면 어떤 자세죠? Ja, normalerweise, wenn wir beten, wie beten wir? 무릎 꿇죠. Wir gehen in die Knie. 맞죠. 무릎 꿇고 두 손을 모으고. Falten die Hände zusammen. 고개 숙이고. Und dann senken wir unseren Kopf. 보통이 우리가 생각하는 자세 아닙니까? Und ist das nicht eigentlich diese Position, wie wir beten? 예, 이게 무슨 자세냐면 이게 왜 이게 기도 자세냐면. Warum ist das zu einer Bethaltung geworden? 예, 하나님 앞에 있는 자세죠. Ja, das ist eine Haltung, wenn wir vor Gott stehen. 하나님 앞에 무릎을 꿇고. Wenn wir vor Gott in die Knie gehen. 하나님의 은혜를 구하고. Wenn wir nach Gottes Gnade suchen. 예, 하나님 앞에 내 고개를 숙이는 거죠. Wenn ich vor Gott wirklich meinen Kopf senke. 당신의 음성을 듣겠습니다 이거죠. Das heißt, ich möchte deine Stimme hören. 이게 보통 우리가 하나님 앞에 설 때 이제 그 자세를 의미하는데. Und das ist ja diese Position, wenn wir vor Gott stehen. 여러분, 아브라함의 자세를 보면 아주 경건한 자세입니다. Wenn wir Abrahams Haltung sehen, dann ist es eine sehr fromme Haltung. 근데 여러분, 여기 17절에 한번 보십시오. Aber in Vers 17 아브라함이 엎드려 웃으며 심중에 이르되 백세 된 사람이 어찌 자식을 낳을까 사라는 90세니 어찌 생산하리오 하고 Da fiel Abraham auf sein Angesicht und lachte und sprach in seinem Herzen, soll mir mit 100 Jahren ein Kind geboren werden und soll Sarah 90 Jahre alt gebären? 여러분, 아브라함이 지금 엎드려서 뭘 하고 있습니까? Ja, er ist zwar auf die Knie gegangen, aber was macht er? 엎드려서 하나님 앞에 엎드려서 웃고 있는 거예요. Er fällt auf sein Angesicht und dann lacht er vor Gott. 왜 웃습니까? Warum lacht er? 너무 기쁘고 감사해서 웃습니까? Lacht er, weil er so voller Freude und Dankbarkeit ist? 여러분, 아브라함이 하나님 앞에 엎드려서 하나님의 음성을 듣고 있지만 Ja, er fällt auf sein Angesicht und er hört diese Stimme von Gott. 여러분, 실제 아브라함이 듣고 있는 소리가 있는 거예요. Aber es gibt eine andere Stimme, auf die er tatsächlich hört. 그게 뭐냐 하면 자기 심중에서 올라오는 소리라는 겁니다. Und das ist die Stimme, die von seinem Innersten im Herzen kommt. 하나님 말도 안 됩니다. Ach Gott, das funktioniert doch überhaupt gar nicht. 아무리 전능한 하나님이지만. Ja, auch wenn du der allmächtige Herr sein magst. 하나님, 내가 어떻게 번성할 수 있습니까? Gott, wie soll ich jetzt mich mehren? 아유, 우리 안 돼요, 하나님. Gott, mit uns geht das nicht.
우리 늙었어요. Wir sind alt. 내 아내도 너무 나이 많아요. Meine Frau ist viel zu alt. 하나님 일찌감치 다른 사람 이제 찾아보세요. Gott, du kannst dich jetzt schon mal auf die Suche von anderen Menschen machen. 하나님 이제 지치지도 않습니까? Gott, hast du es nicht langsam satt? 벌써 25년 동안 나를 이렇게 인도해 주셨는데. Seit 25 Jahren hast du mich nun so geführt. 차라리 하나님 이제 다른 사람 좀 찾아보세요. Ja, such doch jetzt lieber nach einer anderen Person. 나는 진짜 하나님 안 됩니다. Weil Gott, mit mir geht es wirklich nicht mehr. 자식 낳고 싶 Ja, natürlich, ich möchte ein Kind bekommen. 근데 늙었는데 어쩝니까? Jetzt bin ich so alt, was soll ich machen? 경수가 다 끊어졌어요. Sie ist auch nicht mehr fruchtbar, meine Frau. 예, 여러분, 아브라함의 모습은 하나님의 말씀 앞에 엎드려진 모습이지만. Ja, natürlich, seine Haltung ist so, dass sich auf die Knie gegangen ist vor dem Wort Gottes. 아브라함은 심중에서 올라오는 그 소리를 듣고 있는 거죠. Aber noch immer folgt er oder hört auf diese Stimme von seinem Innersten. 마음의 가죽을 베어본 적이 없다는 겁니다. Das heißt, er hat noch nicht diese Vorhaut im Herzen ja beschnitten. 여러분, 왜 하나님이 할례를 행하라고 했냐면 Warum sagt Gott zu uns, wir sollen uns beschneiden? 예, 우리 육체의 가죽을 베는 게 목적이 아니고요. Das Ziel ist ja nicht wirklich unsere fleischliche Beschneidung. 네 마음에서 올라오는 이 소리를 베어내라는 겁니다. Sondern beschneide all die Stimmen, die in deinem Innersten hochkommen. 예, 아브라함이 75살에 하나님께 부름을 받았습니다. Als er 75 Jahre alt war, hat der Herr ihn zum ersten Mal gerufen. 예, 하나님께 부름을 받아서 하나님의 많은 은혜를 입었습니다. Nachdem er von Gott gerufen wurde, hat er sehr viel Gnade von ihm bekommen. 예, 순간순간 하나님이 아브라함을 도와주셨고 이끌어 주셨습니다. Und immer wieder in den Momenten hat der Herr ihn geholfen und ihn geleitet. 근데 여러분 여기에 24절에 보면요. Aber dann Vers 24. 아브라함이 그 양피를 뵌 때는 99세이었고 Und Abraham war 99 Jahre alt, als er seine Vorhaut beschnitt. 예, 아브라함이 할례를 행했을 때는 99이었습니다. Als der Abraham 99 Jahre alt war, da wurde er beschnitten. 그 전에는요. Und davor? 할례를 행하지 아니하고 하나님을 따라다녔다는 거죠. Davor hat er ohne die Beschneidung gemacht zu haben, ja Gott befolgt. 자, 여러분 한번 15장에 한번 보겠습니다. Kapitel 15. 15장 Kapitel 15 4절 Vers 4 여호와의 말씀이 그에게 임하여 가라사대 그 사람은 너의 후사가 아니라 네 몸에서 날 자가 네 후사가 되리라 하시고 Und siehe, der Herr sprach zu ihm, er soll nicht dein Erbe sein, sondern der von deinem Leibe kommen wird, der soll dein Erbe sein. 그를 이끌고 밖으로 나가 가라사대 하늘을 우러러 뭇별을 셀 수 있나 보라. 또 그에게 이르시되 네 자손이 이와 같으리라. Und er hieß ihn hinausgehen und sprach, sieh, geh in Himmel und zähle die Sterne. Kannst du sie zählen? Und sprach zu ihm, so zahlreich sollen deine Nachkommen sein. 자, 6절 같이 읽겠습니다. Vers 6 möchten wir alle zusammen lesen. 시작. 아브라함이 여호와를 믿으니 여호와께서 이를 그의 의로 여기시고 여러분 아브라함이 하나님을 믿더라고요. Ja, Abraham, er hat an Gott geglaubt. 그렇죠? Oder? 야, 네 자손이 하늘의 별처럼 될 거다. Deine Nachkommen sollen so zahlreich wie die Sterne werden. 예, 하나님이 말씀하시니까 아브라함이 하나님의 말씀을 믿더라는 겁니다. Der Herr hat gesprochen und der Abraham, er hat daran geglaubt. 근데 여러분 이때는 아브라함이 할례를 했어요, 안 했어요? Aber zu diesem Zeitpunkt war der Abraham beschnitten oder nicht? 할례를 행하지는 않았죠. Nee, da war er noch nicht beschnitten. 그러니까 여러분 이게 뭘 말하냐 하면요. Und was sagt das aus? 아브라함이 12장부터 하나님이 부름을 받아서 이제 떠났는데 Schon von Kapitel 12 war er von Gott gerufen worden und er macht sich auf die Reise mit ihm. 하나님을 의지하고 하나님을 믿고 하나님의 은혜를 입은 적이 있습니다. Er hat auf Gott vertraut, er glaubt an Gott und er hat auch die Gnade von Gott bekommen. 근데 어떨 때는 하나님을 믿고 Aber manchmal glaubt er an Gott. 어떨 때는 자기 판단을 따라가요. Und manchmal folgt er wieder seinen eigenen Urteilen. 예, 항상 하나님만 믿는 건 아니었어요. Es war nicht so, dass er immer auf Gott geglaubt hat. 하나님의 말씀도 믿지만 Sondern er hat ja einerseits an Gottes Wort geglaubt. 자기가 볼 때 야, 이거는 안 돼 하는 마음이 들면 Aber noch immer wenn er im Herzen dachte, nee, das geht gar nicht. 아브라함이 그때는 그냥 쉽게 자기 마음의 소리를 따라가더라는 겁니다. Dann ist er ganz einfach dieser Stimme in seinem Herzen gefolgt. 자, 16장 보겠습니다. Kapitel 16. 2절. Vers 2. 사례가 아브라함에게 이르되 여호와께서 나의 생산을 허락지 아니하셨으니 원컨대 나의 여종과 동침하라. 내가 혹 그로 말미암아 자녀를 얻을까 하노라 하며 아브라함이 사례의 말을 들으니라.
Und Sarai sprach zu Abraham: Siehe, der Herr hat mich verschlossen, dass ich nicht gebären kann. Geh doch zu meiner Magd, ob ich vielleicht durch sie zu einem Sohn komme. Und Abraham gehorchte der Stimme Sarais. 어느 날 아내가 아브라함에게 이야기했습니다. Eines Tages kommt seine Frau zu Abraham. 여보, 하나님이 나의 생산을 허락지 않았어요. Du Schatz, ich glaube, Gott erlaubt mir keinen Sohn. 당신 더 늙기 전에 내 계집 좀 하고 결혼 동침을 해서 아이를 낳으세요. Bevor du noch älter wirst, geh zu meiner Hausmagd und bekomme mit ihr Nachkommen. 여기에 아브라함이 사라의 말을 들으니라. Und hier steht Abraham gehorchte der Stimme Sarai. 여기 보면 아브라함이 하나님의 말씀을 믿는 것도 있지만 Natürlich einerseits hat er dieses Vertrauen und Glauben an Gott. 하나님의 말씀만 믿는 게 아니고요. Aber es ist nicht so, dass er nur an das Wort von Gott glaubt. 예, 어떨 때는 사라의 말도 듣는 거예요. So manchmal glaubt er auch an das Wort von Sarai. 여러분, 왜 사라의 말을 들을까요? Warum glaubt er an Sarai? 사라의 말이 너무너무 옳아 보이는 거죠. Weil die Worte von ihr sehen so richtig aus. 3절 보겠습니다. Vers 3. 아브라함의 아내 사라가 그 요정 애굽 사람 하갈을 가져 그 남편 아브라함에게 첩으로 준 때는 아브라함이 가나안 땅에 가한 지 10년 후였더라. Da nahm Sarai Abrahams Frau ihre ägyptische Magd Hagar und gab sie Abraham ihrem Mann zur Frau, nachdem sie 10 Jahre im Land Kanaan gewohnt hatten. 아브라함이 하나님의 말씀을 따라서 말씀을 듣고 따라서 가나안 땅에 들어왔어요. Da Abraham erst ja dem Wort Gottes gehorsam gewesen war, dann bis ins Land Kanaan gekommen. 내가 너로 복의 근원이 되게 하겠다. Er hat dann gesagt, ich möchte dich zum Vater des Segens machen. 내가 너를 번성케 하겠다. Ja, ich will dich mehren. 하나님의 축복의 명을 받고 가나안에 들어왔는데. Ja, er hat diesen Segensspruch von Gott bekommen und ist dann nach Kanaan gekommen. 10년이 지났는데. Und dann sind 10 Jahre vergangen. 자식을 낳았습니까, 못 낳았습니까? Hat er ein Kind bekommen oder nicht? 여러분, 하나님의 약속을 믿고 왔는데. Er hat doch auf das Wort Gottes vertraut und ist gekommen. 10년이 지나도 아무런 자식을 못 낳는 거예요. Aber auch nach 10 Jahren kann er kein einziges Kind bekommen. 그러니까 우리 마음에서 올라오는 소리가 있어요, 없어요? Und dann gibt es diese Stimmen, die in mir hochkommen, oder? 하나님 말씀을 따라와서 그 다음에 자식을 낳고 또 쌍둥이를 낳고 새 쌍둥이 낳고 예? 이랬으면 하나님 말씀 잘 믿을 텐데. Ja, er ist auf Gottes Wort gefolgt und dann, wenn er ein Sohn, Zwillinge, Drillinge und Vierlinge bekommen hätte, dann könnte er weiterhin auf das Wort Gottes vertrauen. 예, 말씀을 따라서 아버지도 버리고 친척도 버리고 가족 다 버리고 말씀을 따라왔는데. Auf das Wort Gottes gehorchen hatte er seine Familie, seinen Vater, alle seine Familienverwandte verlassen und ist dann zu dem Gott gefolgt. 10년이 지났는데도 아무런 열매가 없는 거예요. Aber auch nach 10 Jahren gibt es überhaupt gar keine Früchte. 그러니까 아브라함 마음에도 야 우리는 안 되는 같다 하는 그 마음이 올라오는 거죠. Und deswegen bekommt Abraham selbst auch in seinem Herzen, ah, es funktioniert also nicht. 야 다른 사람들은 자식을 낳아도 우리는 안 되는 같다. Auch wenn andere Frauen oder andere Leute Kinder bekommen, mit uns funktioniert das nicht. 여러분 이거는 하나님의 말씀입니까? 아브라함의 마음에서 올라오는 소리입니까? Ist das nun das Wort von Gott oder ist das die Stimme von dem Abraham? 여러분 이거는 아브라함의 마음에서 올라오는 소리죠. Das ist die Stimme, die von dem Herzen Abrahams emporkommt. 근데 아브라함 이걸 베어냅니까 안 베어냅니까? Und tut da Abraham das wegschneiden oder nicht? 안 베어내는 거죠. Nein, er schneidet das nicht weg. 예, 아브라함은 99살이 될 때까지 할례를 행한 적이 없었어요. Als er 99 Jahre alt war, bis dahin hatte noch nie die Beschneidung gehabt. 예, 하나님의 말씀이 맞으면 그 말씀 믿고. Ja, wenn das Wort Gottes gestimmt hat, hat er das angenommen. 또 어떨 때 내가 보는 형편이 맞으면 또 그것도 믿고. Und dann, wenn die Situation wieder richtig aussieht, ich mit meinen Augen sehe, dann hat er das angenommen. 사라의 말이 맞으면 사라의 말을 또 들었고. Und wenn Sarais Worte richtig erscheinen, dann hat er das angenommen. 아 맞네, 우리가 10년이 됐는데 자식 하나 없네. Ah ja, das stimmt. Wir sind über 10 Jahre hier und wir haben noch keine Kinder. 야, 하나님 우리를 통해서는 일 안 하시는가봐. Ah, vielleicht arbeitet Gott einfach nicht durch uns. 여러분 하나님은 아브라함을 통해 일 하십니까 안 하십니까? Aber arbeitet Gott durch Abraham oder nicht? 하십니다. Ja, er arbeitet durch ihn. 이것은 하나님의 뜻입니다. Weil das ist der Wille von Gott. 아브라함을 통해서 하나님은 번성하게 하는 게 그게 하나님의 뜻이라는 겁니다. Weil es war Gottes Wille gewesen durch Abraham seine ganzen also sich zu vermehren. 근데 아브라함이 99살까지 그 신앙을 보면요. Aber wenn man sein Glaubensleben anschaut, bis er 99 Jahre alt ist. 하나님의 말씀을 믿기도 하고. Einmal hat er an das Wort Gottes geglaubt. 하나님이 역사하는 걸 보기도 하고. Und dann sieht er einmal das Werk von Gott. 예, 하나님이 일하시는 많은 은혜를 입습니다. Er bekommt so viel Gnade, wie Gott in seinem Leben wirkt. 하지만
마음의 가죽을 베어본 적이 없으니까. Aber noch nie hatte einmal die Vorhaut in seinem Herzen ja beschnitten. 순간순간 내 속에서 올라오는 그 소리를 그냥 그대로 받아들이고 믿어버린다는 거죠. Diese Stimmen, die in vielen Momenten so hoch kommt, die hatte einfach angenommen und daran geglaubt. 이제 하나님 아브라함에게 할례를 행하라고 말씀하십니다. Aber jetzt sagt Gott zu Abraham, du sollst dich beschneiden. 야, 아브라함, 너 할례를 받아. Du Abraham, du musst beschnitten werden. 예, 그리고 아브라함은 99세 때에 할례를 받았습니다. Und dann tatsächlich, als er 99 Jahre alt war, wird er beschnitten. 여러분, 아브라함의 신앙이요, 달라졌습니다. Das Glaubensleben von Abraham, das hat sich ja geändert. 여러분, 17장 이후부터 보면요. Und zwar nach Kapitel 17. 아브라함의 신앙이 흔들리지가 않습니다. Ist das Glaubensleben von Abraham überhaupt nicht mehr wankelmütig? 예, 그 전에는 아브라함은 참 많이 흔들렸어요. Weil davor war sein Leben immer sehr wackelig. 예, 하나님께 소망도 가졌다가. Mal hatte er Hoffnung auf Gott. 하나님 하시겠다. Ah, Gott wird das machen. 하나님 돕겠다. Ja, Gott wird mir helfen. 야, 하나님 감사하다. Ah, Gott, ich danke dir. 그런 마음도 있었지만. Ja, einerseits hatte er diese Herzen gehabt. 또 절망적인 정편을 보면 그게 마음이 팍 끌려가는 거예요. Und wenn die Situation wieder verzweifelt war, dann war sein Herz so stark davon gelenkt. 그러면 그렇지. Ja, natürlich ist es so. 내가 하나님 말씀 듣고 나와서 잘 된 게 뭐가 있어? Ja, was ist denn schon gut mit mir geworden, nachdem ich angefangen habe an Gott zu glauben? 하나님 내게 무슨 복을 주셨어? Welchen Segen hat mir Gott bisher gegeben? 나는 안 돼. Nee, mit mir geht das nicht. 하나님 내게는 더 이상 일하실 수 없어. Gott kann nicht mehr in mir arbeiten. 나는 이제 너무 늙었어. Ich bin jetzt viel zu alt. 그냥 나 이렇게 살다가 죽어야 돼. Ich werde einfach jetzt so leben und danach sterben. 아브라함은 하나님을 믿기도 했지만 ja, einerseits hat Abraham an Gott geglaubt, 자기 속에서 올라오는 그 음성도요 그대로 믿고 받아줬다는 겁니다. Andererseits diese Stimmen, die in seinem Herzen emporgekommen sind, die hat er geglaubt und denen gefolgt. 근데 창세기 17장에서 Aber dann in 1. Mose Kapitel 17 하나님이 아브라함에게 이제 네 마음의 가죽을 베어라. Sagt der Herr zu Abraham, du beschneide deine Vorhaut in deinem Herzen. 여러분, 아브라함이 이때부터요 심중에서 올라오는 그 생각을 베기 시작했습니다. Und von da an beginnt der alte Stimmen, die in seinem Innersten hochkommen, zu beschneiden. 다시 말하면, mit anderen Worten ausgedrückt, 내 생각을 거부하기 시작했다는 거예요. Er beginnt seine eigenen Gedanken nun abzulehnen. 아니야, 이건 내 생각이야. Ah nein, das sind meine Gedanken. 이거는 내 기준이고 내 판단이야. Das ist meine Messlatte und das ist mein Urteil. 하나님은 나로 심히 번성케 한다고 약속하셨어. Aber Gott hat zu mir gesagt, er wird durch mich viele Völker machen. 그러면서 여러분 아브라함의 신앙이 달라진 것을 우리가 볼 수가 있습니다. Und dadurch können wir sehen, wie sich das Glaubensleben von Abraham sich verändert. 하나님은 오늘 우리에게 이렇게 말씀하고 계십니다. Heute spricht auch Gott zu uns. 하나님의 약속을 이야기하고 계십니다. Er spricht über die Verheißung Gottes zu uns. 야, 프랑크푸르트 교회. Du Frankfurter Gemeinde. 내가 너로 번성하게 하겠다. Durch euch möchte ich euch viel machen oder euch mehren lassen. 야, 니코야. Du Nico. 내가 너로 번성하게 하겠다. Durch dich möchte ich die Leute ganz viel machen. 누가 말씀하십니까? Wer spricht hier? 여러분 오늘 하나님이 우리에게 이렇게 말씀하고 계신다는 거예요. Ja, heute spricht der Herr zu uns so. 세빈아. Celine. 내가 너로 번성하게 하겠다. Ich werde dich mehren lassen. 아멘 안 해? Sagst du nicht Amen dazu? 어? 아멘? 예. 하나님이 우리로 번성하게 한다고 약속하시는 거예요. Gott hat uns die Verheißung gegeben, er wird uns mehren. 여러분 우리가 뭘 해야 됩니까? Was müssen wir dann machen? 하나님 우리가 뭘 하는 것을 원하는 게 아니라 Gott möchte ja gar nicht, dass wir irgendetwas machen. 예. 마음의 가죽을 베라는 겁니다. Sondern wir sollen die Vorhaut im Herzen beschneiden. 여러분 마음에서 수많은 소리들이 올라올 겁니다. In eurem Herzen gibt es unzählig viele Stimmen, die hochkommen. 하나님 내가 어떻게 할 수 있습니까? Gott, wie soll ich das machen? 아유 하나님 내가 어떻게 번성합니까? 안 됩니다. Gott, wie soll ich mich verwehren? Nein, das geht nicht. 그냥 하나님 이스마엘이나 잘 되기를 바랍니다. Gott, ich hoffe einfach nur das Beste für Ismael. 자, 여러분 여기에 18절에 보세요. Vers 18. 17절. Vers 17. 아브라함이 엎드려 웃으며 심중에 이르되
100세 된 사람이 어찌 자식을 낳을까? 사라는 90세니 어찌 생산하려 하고. Da fiel Abraham auf sein Angesicht und lachte und sprach in seinem Herzen: Soll mir mit 100 Jahren ein Kind geboren werden und soll Sarah 90 Jahre alt gebären? 아브라함이 이에 하나님께 고하되 이스마엘이나 하나님 앞에 살기를 원하나이다. Und Abraham sprach zu Gott: Ach, dass Ismael möchte leben bleiben vor dir. 하나님, 나는 안 됩니다. Gott, ich kann nicht. 그냥 이스마엘이나 잘 되게 주십시오. Du bitte mach einfach nur, dass dem Ismael all das Gute zufällt. 여러분, 이게 누구 소리입니까? Wessens Stimme ist das? 하나님의 마음입니까? 아브라함의 마음입니까? Ja, ist das Gottes Herz oder ist das Abrahams Herz? 아브라함의 마음입니다. Ja, das ist das Herz von Abraham. 여러분, 그러면 하나님과 다른 내 마음에서 나온 거면 잘라내야 된다는 거예요. Dann alles, was nicht von dem Herrn kommt, muss ja abgeschnitten werden. 예, 이게 아무리 좋아 보이고 옳아 보여도 Egal wie richtig und egal wie gut das auch aussehen mag. 내 마음에서 올라온 것을 잘라내야 됩니다. Alles, was in meinem Herzen hochgekommen ist, das muss beseitigt werden. 예. 16절 하나 더 보고 마치겠습니다. Vers 16 und dann werde ich zum Schluss kommen. 내가 그에게 복을 주어 그로 네게 아들을 낳아주게 하며 네가 그에게 복을 주 내가 그에게 복을 주어 그로 열국의 어미가 되게 하리니 민족의 열왕이 그에게서 나리라. Denn ich will sie segnen und auch von ihr will ich dir einen Sohn geben. Ich will sie segnen und Völker sollen aus ihr werden und Könige über viele Völker. 하나님은 사례를 통해서 Gott durch Sarai 민족의 열왕이 나게 하겠다는 거예요. Möchte, dass Könige über viele Völker kommen. 여러분, 제 이야기 가 아니라 Das ist nicht meine Geschichte. 하나님의 말씀입니다. Sondern das ist das Wort von Gott. 하나님 우리 단기 선교사들을 통해서 Gott möchte durch unsere Studenten Missionare 또 우리 프랑크푸르트 교회 형제 자매들을 통해서 Durch die Gemeindemitglieder der Frankfurter Gemeinde 민족의 열왕들이 나게 하겠다는 겁니다. Möchte, dass Könige über viele Völker hier entstehen. 아멘. 아멘. 여러분, 그냥 하나님 말씀 믿고 Glaubt einfach mal an das Wort von Gott. 입을 열으세요. Und öffnet mal euren Mund. 입을 열어서 복음을 전하세요. Öffnet einfach mal euren Mund und verkündet mal das Evangelium. 우리 단기들은 독어를 못 하니까 지금 배우고 있고. Unsere Studenten Missionare, sie können kein Deutsch, deswegen lernen sie jetzt Deutsch. 독일을 할 줄 아는 사람들 저 뒤에 있죠. Wir haben dort hinten viele Leute, die Deutsch sprechen können. 예, 앞에는 주로 못한 사람들 앉아 있고. In den Vorderreihen eher weniger. 예, 앞에 사람들은 다 나를 보고 있고. Alle, die vorne sind, die gucken auf mich. 뒤에 있는 사람들은 다 유니스 보고. All die hinten sitzen schauen eher auf die Eunice. 여러분, 독어 못하는 사람들은 빨리 독어 배우고요. Diejenigen, die noch nicht gut Deutsch sprechen können, die lernen schnell Deutsch. 독일어 우리 할 줄 아는 사람들 있잖아요, 뒤에. Aber wir haben doch auch viele, die hier Deutsch sprechen können. 입을 열어서 Öffnet euren Mund. 예, 예수 그리스도의 복음을 그냥 전하세요. Und verkündet einfach mal das Blut von Jesu Christi, sein Evangelium. 하나님 뭐라고 하십니까? Und zwar, was sagt denn Gott? 민족의 열왕이 너에게서 나온다. Ja, von euch sollen Könige über viele Völker werden. 너 복음 전해. Du verkünde einfach mal das Evangelium. 내가 너를 통해서 민족의 열왕들을 낳게 할 거야. Durch dich werde ich Könige kommen lassen durch dein Volk. Amen. Amen. Ludwigs 자매님들 Amen. Geschwister der Ludwigshafen, Ludwigshafen Amen. Lambertheim 자매님 Amen. Schwester aus Lambertheim Amen. 이영희 자매님 Amen. Schwester Lee Amen. 예, 어유 Amen 저래 작게 하시네. Sie sagt so leise Amen. Jose Amen. Jose. Amen. 오 예. 여러분, 하나님이 하시겠다는 거예요. Ja, Gott sagt, er wird das machen. 단기들 독어 잘 못해도 Auch wenn die Studenten Missionare nicht gut in Deutsch sind. 오후 시간에 나가서 입을 열어요. Geht nachmittags raus und öffnet einfach euren Mund. 여러분들을 통해서 민족의 열왕이 나겠다는 거예요. Weil durch euch werden Könige entstehen. 여러분은 1년 뒤에 돌아가도 Wenn ihr auch nach einem Jahr jetzt zurückkehrt. 여러분들을 통해서 구원받은 사람이 여기에 남아가지고 복음의 일꾼이 된다는 겁니다. Menschen, die durch euch wiedergeboren sind, die werden hier weiter verbleiben und Mitstreiter des Evangeliums werden. 아멘. 아멘. 하나님은 이게 여러분 하나님의 뜻입니다. Und das ist der Wille von Gott. 우리에게 하나님 다른 걸 요구하지 않았습니다. Gott fordert von uns ja gar nichts anderes. 우리가 다른 노력을 열심히 해야 되는 게 아니고요. Es ist nicht so, dass wir uns weiter irgendwie noch bemühen müssen. 내 심중에서 올라오는 이 소리를 sondern die Stimme, die in meinem Herzen emporkommt, einfach abzuschneiden. 그게 하나님의 약속을
믿는 겁니다. Weil das bedeutet es, an die Verheißung Gottes zu glauben. 그게 하나님을 믿는 겁니다, 여러분. Ja, das bedeutet, liebe Geschwister, an Gott zu glauben. 하나님의 마음과 다른 내 생각을 베어내십시오. All diese Gedanken, die anders sind als Gottes Wort, einfach wegzuschneiden. 하나님이 일을 하십니다. Weil dann wird Gott arbeiten. 결국 하나님 약속대로 됐을까요, 안 됐을까요? Ist es letztendlich wie nach dem Wort Gottes passiert oder nicht? 여러분 21장 한 번 더 볼게요. Kapitel 21. 21장 1절. Vers 1. 여호와께서 그 말씀대로 사라를 권고하셨고 여호와께서 그 말씀대로 사라에게 행하셨으므로 Und der Herr suchte Sarah heim, wie er gesagt hatte und tat an ihr, wie er geredet hatte. 사라가 잉태하고 하나님의 말씀하신 기한에 미쳐 늙은 아브라함에게 아들을 낳으니 Und Sarah ward schwanger und gebar ihm Abraham in seinem Alter einen Sohn um die Zeit von der Gott zu ihm geredet hatte. 아브라함이 그 낳은 아들 곧 사라가 자기에게 낳은 아들 이름하여 이삭이라 하였고 Und Abraham nannte seinen Sohn, der ihn geboren war, Isaac, den ihm Sarah gebar. 그 아들 이삭이 난 지 8일 만에 그가 하나님의 명대로 할례를 행하였더라. Und beschnitt ihm am 8. Tage, wie ihm Gott geboten hatte. 여러분 하나님이 그 말씀대로 일하십니까 안 하십니까? Er arbeitet Gott wie nach seinem Wort oder nicht? 하나님 말씀대로 일하셔서 사라가 아들을 낳은 거예요. Gott arbeitet wie nach seinem Wort und dann bekommt Sarah einen Sohn. 아브라함이 이걸 봤습니다. Und das hat Abraham gesehen. 야, 하나님이 그 말씀대로 일하시는구나. Gott arbeitet also wirklich wie nach seinem Wort. 아, 하나님 나를 통해 심히 번성케 하신다고 하셨더만 약속대로 일하시는구나. Gott hat zu mir gesagt, durch mich möchte er die Völker machen und mich mehren lassen und das hat er wirklich gemacht. 100살의 아들을 낳았습니다. Er hat mit 100 einen Sohn bekommen. 이쁠까요, 안 이쁠까요? Ist das schön oder nicht schön? 예. 우리 손영민 형제가 아들을 낳았습니다. Bruder Sohn hat einen Sohn bekommen. 옆방에 김유진 전도사님 방인데. Neben ihm war das Zimmer von dem Pastor Kim. 저녁에 집에 오면. Immer wenn er dann abends in sein Zimmer kommt. 하루 종일 일하다 오면 힘들잖아요. Wenn er den ganzen Tag gearbeitet hat, ist er ja ziemlich geschafft. 김유진 전도사님은 잠이 많아요. Und Pastor Kim, er schläft sehr gut und sehr lange. 오늘 아침에 일어나가지고. Heute Morgen ist er aufgewacht. 바지를 입어야 되는데. Und er muss seine Hose anziehen. 아무리 입어도 바지가 안 들어가는 거예요. Aber egal wie er sie angezogen hat, die hat nicht gepasst. 왜 이래 안 들어가지? Warum passt mir die Hose nicht? 왜 이래 바지가 안 들어가지? Warum passe ich nicht in die Hose rein? 정신 차려 보니까 기진이 바진 거. Und dann hat er gemerkt, er hat die Hose von seinem zweiten Sohn anprobiert. 기진이 바지를 입고 있는 거예요. Er hat die Hose von Kijin von dem zweiten Sohn anprobiert. 김유진 전사님 일하고 오면 밤에 빨리 자고 싶어요. Wenn er zum Beispiel spät von der Arbeit heimkommt in sein Zimmer, möchte er schnell schlafen. 잠이 늘 부족해요. Weil ihm fehlt ja immer dieser Schlaf. 근데 시끄러워서 잠을 못 자는. Aber er kann nicht schlafen wegen dem Lärm. 옆방에 영민이가. Beim Nebenzimmer. 밤늦게 들어와가지고. Kommt er sehr spät ins Zimmer. 승우야. Und er sagt dann 승우야. 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 승우는 대답도 못해요. Aber Sungu kann ja nicht mal antworten. 한 시간 동안 승우야. Eine Stunde lang sagt er 승우야. 참다 못해가지고. Und dann er konnte es nicht mehr aushalten. 방을 두드립니다. Und er ist an seine Nebentür und hat dann geklopft. 잠 좀 잡시다 거. Und er sagt dann komm lass uns bitte mal schlafen hier. 그래도 승우야. 아, trotzdem geht es weiter. 승우야. 승우가 얼마나 이쁜지. Und wie schön ist 승우. 어제 승우가 저 아시바를 올라가더라고요. Gestern habe ich gesehen, wie 승우 diese Gerüstbau hier hochgeklettert ist. 이거 커서 뭐가 될까? Ich frage mich, was er werden wird, wenn er groß ist. 커서 에베레스트 산을 정복할까? Vielleicht wird er den Mount Everest ja begipfeln. 이제 한 살밖에 안 되는 게 벌써 아시바를 타고 올라가는 거예요. Er ist gerade nicht mal ein Jahr alt und klettert schon diesen Gerüstbau hier hoch. 100살의 아들을 낳았습니다, 여러분. Er hat mit 100 einen Sohn bekommen. 아브라함이 매일 뭐라 하겠어요? Jeden Abend, was wird er sagen, der Abraham? 이삭아. 이삭. 이삭아. 이삭. 이삭아. 이삭. 이삭아. 이삭. 난 지 8일밖에 안 됐는데 대답을 어떻게 합니까? Aber es ist gerade mal 8 Tage alt, wie soll der Sohn antworten? 너무너무 이쁜 아기잖아요. Und es ist ein wunderschönes Kind. 근데 8일 만에 아브라함이 할례를 행하는 거예요. Aber nach 8 Tagen beschneidet er seinen Sohn. 여러분, 어린 아기의 살에다 칼을 대는 거예요. In diesem jungen Babyfleisch legt er das Messer an. 그래 할 수 있겠습니까? Kann man das machen? 애기 엄마들 있잖아요, 여기에. Hier haben wir viele Mütter. 8일 된 애한테 칼을 댈 수 있어요? Die junge Mutter, könnt ihr das Messer anlegen an einem frisch geborenen Kind? 그 당시에는 칼도 없어요. Damals, wir hatten nicht mal Messer. 부싯돌, 돌을 날카롭게 잘라가지고요. Das waren Steine, die hat man sehr scharf geschliffen. 칼이 없으니까 그 돌로 잘라요. Und mit diesem Stein schneidet man eine Haut weg.
아기가 얼마나 아프겠습니까? Wie schmerzhaft ist das für den Sohn? 피가 나고 아기가 죽을 것 같잖아요. Man meint ja, der Sohn wird hier verbluten. 그런데도 아브라함은 난지 8일 된 아기한테 할례를 행할 수 있는 거예요. Aber Abraham, obwohl das Kind erst mal 8 Tage alt ist, er kann die Beschneidung durchführen. 왜요? Warum? 하나님이 이 아들을 지킨다는 확신이 있는 거죠. Weil er die Sicherheit hat, ah, Gott wird meinen Sohn beschützen. 그래 안 그래요? Nicht wahr? 예. 아브라함은 하나님의 약속을 믿는 사람이 된 거죠. Ja, weil Abraham ist ein Mensch geworden, der glaubt an die Verheißung von Gott. 야, 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 이게 칼을 대면 죽을 수도 몰라. Aber wenn ich das Messer an das Kind anlege, kann es sein, dass das Tod mir stirbt. 와, 하나님 도대체 하나님 도대체 우리한테 뭘 요구하는 거야? Ja, was fordert denn Gott noch alles von mir? 이렇게 하다 애 죽으면 어떡하라고? Wenn ich das mache und wenn das Kind mir stirbt, was soll ich dann machen? 와, 하나님 진짜 무섭고 잔인한 하나님이네. Boah, Gott ist wirklich sehr ein brutaler Gott. 하나님 믿다 우리 애 죽이겠다. Wenn ich doch an Gott weiter glaube, wird mir mein Sohn noch sterben. 예, 그런 생각이 얼마나 올라오겠냐는 거예요. Wie viele von diesen Gedanken müssten ihm da hochgekommen sein? 근데 아브라함은 그 소리를 이제 잘라버리는 거예요. Aber Abraham, er schneidet jetzt all diese Gedanken einfach weg. 예, 난지 8일 된 이삭에게 할례를 행하는 게 아니고요. Es ist nicht so, dass er die Beschneidung an diesem Kind tut, das gerade 8 Tage alt ist. 아브라함은 이제 자기 마음에서 올라오는 소리를 잘라내는 사람이 되었다는 거예요. Sondern er ist ein Mensch geworden, er kann die Stimme in seinem Herzen nun beschneiden. 예, 6절. Vers 6. 사라가 가로되 하나님이 나로 웃게 하시니. Und Sarah sprach, Gott hat mir ein Lachen zugerichtet. 예, 여러분 마음의 가죽을 베십시오. Ja, bitte beschneidet auch die Vorhaut in eurem Herzen. 하나님이 여러분들을 웃게 하실 겁니다. Weil dann wird Gott euch ein Lachen geben. 하나님 여러분에게 기쁨을 주실 겁니다. Weil dann wird Gott euch die Freude geben. 소망을 주시고. Gott wird euch die Hoffnung geben. 예, 감사를 주실 겁니다. Gott wird euch die Dankbarkeit geben. 예, 오늘 여기까지 말씀 전하겠습니다. Dann beende ich meine Predigt an dieser Stelle. 기도하겠습니다. Lass uns zusammen beten. 하나님 감사합니다. Lieber Herr Vater, ich danke dir. 저희 프랑크푸르트 교회에 어려움도 많고 문제도 많지만 Die Frankfurter Gemeinde, wir haben viele Probleme und Schwierigkeiten. 하나님은 우리에게 오늘 심히 번성하게 한다고 약속하셨습니다. Herr, aber du hast uns gesagt, dass du uns mehren wirst. 그걸 우리가 이루는 게 아니라 Und das werden nicht wir vollbringen. 주님이 한다고 하셨습니다. Sondern Herr, du sagtest, du wirst das machen. 하나님 오늘 이 자리에 우리 형제 자매님들 앉아 있는데 Herr, heute hier sitzen unsere Geschwister da. 이제 주의 약속을 믿게 하시고 Herr, bitte lass uns an dein Wort nun vertrauen. 내 속에서 올라오는 약속과 반대되는 마음들을 잘라내게 해 주시옵소서. Bitte lass uns all die Gedanken, die entgegengesetzt sind zu deinem Wort sind, nun beschneiden. 하나님의 약속대로 우리에게 행하시는 것을 보게 해 주시옵소서. Herr, bitte lass uns sehen, wie du nach deinem Wort, nach deiner Verheißung arbeitest. 감사를 드립니다. Ich danke dir. 예수님 이름으로 기도드리옵나이다. Im Namen Jesu habe ich gebetet. Amen. Amen.